Hi, I'm Simon Phillips. And Philippe Says. Pino Palladino. And thank you for watching Jazz Rock TV. Schön relaxte Nummer. Ja, genau das Richtige für uns, oder? Ja, manchmal relaxed, manchmal kann es ein bisschen hektischer werden, wie auf dieser Platte von PSP. PSP, das sind Pino Palladino am Bass, Philipp Says, nicht zu verwechseln mit Philipp Says. Philipp Says mit AYCE ist ein hervorragender Gitarrist. Über den können wir auch nochmal sprechen. Philipp Says mit AI, Doppel S und E ist ein französischer Keyboarder. Und Simon Phillips. Ich sag nur, ja, zuletzt Toto. Ja. Und halt mega bekannt. Gleich im können wir dann im Einzelnen über die Jungs sprechen. Und Georg ist, hat seinen Ranzen gepackt. Ein paar Unterhosen, ein paar Socken und frisches Hemd und ist nach Belgien gefahren. Ja. Belgien nicht so weit entfernt. Aber erreichbar von Köln aus. Ja. Und da haben sie gespielt, auf ihrer Europatournee, kann man fast sagen. Mhm. In Verviers. Verviers. Ich kannte den Ort vorher nicht, aber ich habe von einigen Freunden schon gehört, die direkt gesagt haben, als ich gesagt habe, die spielen irgendwie, ich fahre nach Verviers. Ah, cool, da gibt es einen coolen kleinen Club. Spirit of 66. Mhm. Und da muss man sagen, der ist wirklich cool. Also das ist so ein bisschen retromäßig aufgemacht, so Route 66-Kram überall in den Wänden und sehr stimmungsvoll. Und weißt du, was das Beste ist? Der Inhaber, der macht das genau wie wir. Der macht das so nebenbei, weil er Spaß dran hat. Cool. Das habe ich echt nicht geglaubt. Das ist mittendrin in der Innenstadt. Mhm. Wirklich ein cooler Laden. Und ja, ich glaube, er ist eigentlich, irgendwer hat mir erzählt, er ist eigentlich, glaube ich, verkauft der Kartoffeln, ist Kartoffelhändler oder sowas. Und macht in seiner Freizeit, macht er einen richtig coolen. Da sagt man immer, der ist Kartoffelhändler, sehr wahrscheinlich gehört ihm der halbe Großmarkt und er verkauft nicht Kartoffeln, sondern er verkauft jeden Tag 20 Megatonnen Kartoffeln. Genau wie damals Prinzessin Caroline von Monaco den Fischhändler geheiratet hat. Und jeder stellt sich dann vor, ja, der Fischhändler, das ist einer am Fisch, mit einem Fischstand auf dem Markt. Das war auch so ein Großhändler, so. Multimillionär natürlich. Ja. Also das sind so die Kartoffelhändler und Fischhändler-Geschichten. Aber ich finde das klasse, dass der Mann nebenbei... Aber siehst du mal, mich kann man mit solchen Geschichten noch irgendwie beeindrucken. Ja, du bist noch, ja, ist auch gut so. Ich finde das auch klasse. Also der Kartoffelhändler hat den Club Route 66, ne, Spirit of 66. Und da waren die drei Jungs, Pino, Philipp und Simon, und haben da gespielt und Georg war dabei. Wir gucken mal rein. We'll be right back.
Playing on my solo record on a couple of songs, and then when the record was released, everybody got really juiced up about the fact that Pino and Simon were playing on you know several tracks, and those were the tracks that people were noticing on the album. So we decided to go to Japan, and we were invited by was Billboard Live to go to Tokyo and do a few concerts, and which was really the first time that we all got together and put a show together. And right there and then we decided that was worthwhile, you okay. know, continuing, and let's make it into a band, and hence PSP. And it was just an idea that you had all together, or this was... Well, I mean, it was started by Philippe getting me and Simon to play on his album. And then we talked about it and we had a rehearsal. And the first rehearsal sounded great, you know, so... You don't have to discuss it after that. Yeah. Pino was in LA, and Philippe and I were working in LA. We lived there. And it was the only possibility to rehearse, which was something like October, right? And yet the tour was in February. So that was our only rehearsal. And then we had one rehearsal in Japan before the gig. Okay. And we just, well, Pino was supposed to arrive around 2. He got there about 5. LA traffic, and we just, you know, we made some tea. It was much later than 5. It was, wasn't it? It was about 9. Yeah. It was around 9 o'clock or something. It was great. I think I was doing something. You were. You work at. Actually, you were. It was a day off, and he was having a long lunch, Sunday lunch, you know. Okay. And anyway, came in. I made him some tea, and we, you know, chatted, and we sat down, and I think we may have played your song. I think it was the first one. What's wrong with you? And I just remember feeling it was like magic. It was just like, well, say no more. I guess I think we have a band here. This is just, it was quite amazing.